Ein ideales Löwenrevier liegt an einem Wasserloch und misst relativ wenige Quadratkilometer. Das macht es überschaubar und ist leichter zu verteidigen. Für viele Löwen inzwischen ein selten gewordener Glücksfall. In den 60er Jahren gab es in Afrika noch mehr als genug gute Reviere. Nahezu der gesamte Kontinent war von Löwen bewohnt. Inzwischen haben die Raubkatzen mehr als drei Viertel ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets eingebüßt. Die fünf letzten und weitgehend intakten Löwenrefugien Afrikas befinden sich in den großen Naturschutzgebieten im Osten und Süden des Kontinents. Mehr als die Hälfte aller Löwen lebt hier. Vielerorts bleiben dem König der Tiere nur zerstückelte und voneinander isolierte Territorien. Afrikas Bevölkerung wächst stetig. Die Menschen brauchen Land zum Bewirtschaften. Der Lebensraum von Löwen schwindet rapide.